Ach so, okay, Geld. Dann war das die erste größere Tat? Genau, das war die größere Tat. Okay, dein Kumpel kam auf die Idee oder du? Nee, ich. Und der so, ja klar, ich brauche Geld. Okay. So, die war halt auch anders gestrickt. Okay, naja, also ich merke, es wächst. Es waren erstmal Zigarettenautomaten, dann wurden es Autos, jetzt wird es eine Tankstelle, ne? Ja. So. Okay, habt ihr die ausbaldöwert oder wie ging es los? Hattet ihr überhaupt einen Plan richtigen? Warum kann ich aber auch erklären? Da kommen die 6 Monate U-Haft wieder ins Spiel, wo ich natürlich Leute kennengelernt habe, die Überfälle gemacht haben, die das gemacht haben, dies gemacht haben. Ich habe da wieder neue Sachen gelernt. Ja, von wegen. Ich weiß nämlich noch einen Jungen, wo ich mir gedacht habe, boah, voll schlau. Das war voll der Otto. Ja. Der war bei uns da im Haus 9 Köln-Ossendorf. Der kommt da rein, voll der Lauch, mega Otto. Und dann auf einmal gucken wir seine. Man hat ja immer gesagt, zeig mal deine Anklageschrift. Zeig mal deine Anklageschrift. So. Das war beim ersten Mal U-Haft. Da kommt einer rein, voll der Dulli. Wir lesen Anklageschrift, hat den anderen einfach 23 Supermärkte ausgeraubt. In dem einen Supermarkt 60.000 Mark, im anderen 23.000 Mark. Und der hat schlau gemacht. Und das stand ja auch alles da drin. Der ist in Supermärkte reingegangen, hat sich dann da irgendwo versteckt, kurz vor Schluss, mit einem Ballermann. Und wenn die dann zugemacht haben, alles war abgeschlossen und die waren nur noch da drinnen, dann ist er rausgekommen mit Knarre und hat gesagt, bring mich zum, wo ist das Geld? Ja. Zum Tresor, Kasse, alles abgeräumt, weg. Okay. Das hat er ein paar Mal gemacht. Irgendwie beim 20. Ding haben die ihn erwischt. Okay, warum bist du nicht eher, hast nicht eher das ausprobiert als die Tankstelle? Ja, das war eher Affekt halt, ne? Was kann man jetzt machen? Bist du dabei? Sollen wir machen? Ja, ich brauche Geld, komm, lass machen. Okay, also okay, es war keine große Planung dahinter. Ihr habt jetzt nicht den Laden ausbaldöbert. Ganz spontanes Ding. Okay, erzähl mal darüber. Dann eine Waffe, zwei Waffen, zu zweit wart ihr, ja, Maske. Ich hatte von einem Kollegen, habe ich eine Gasknarre besorgt und mein Kumpel hatte keine. Ein Kumpel, der war auch noch kleiner als ich. So. Und ich habe gesagt, ich nehme auf jeden Fall die Knarre. Ne? Ich habe mich wieder so alpha-mäßig entschieden, ich nehme auf jeden Fall die Knarre. Und als wir dann in dieses Dorf gefahren sind, wo diese Tankstelle ist, wo ich wusste, die machen so um 22 Uhr rum irgendwie zu, dann haben wir uns erinnert, dass da in der Gegend so noch so ein Kumpel wohnt, den wir kennen. Da sind wir da klingeln gegangen und wollten halt wegen Messer fragen. Da war aber nur seine Schwester da. Und da hat mein Kumpel gesagt, hey, ich muss mal hier, kannst du mir irgendwie ein Brotmesser oder irgendein Messer oder irgendwas geben? Und dann hat er ihm so ein Messer rausgegeben aus der Küche. Dann hat er das Messer mitgenommen. Und dann sind wir zu der Tankstelle gegangen, dann haben wir uns gegenüber auf der anderen Straßenseite, haben uns so versteckt und haben gewartet, bis kein Auto mehr da ist. Ganz kurz, also der Kumpel hat im Dorf gewohnt, wo die Tankstelle war. Der Kumpel, wo wir das Messer geholt haben. Ich stelle mir vor, warst du und dein Kumpel irgendwie äußerlich auffällig in so einem Dorf? Ja, auf jeden Fall. Wir also, schon, ja. Wenn ich mir vorstelle, dass ihr da beide so rumläuft, wartet auf Ladenschluss oder steht da gegenüber von der Tankstelle, wie viele Leute haben euch gesehen? Ja, gar nicht, weil wir sind auf der anderen Straßenseite gewesen und haben uns an so einem Haus, an so einer Einfahrt, da war so eine Wand, so eine Mauer ein bisschen, da haben wir so gestanden und haben so rüber geguckt, eben auf die andere Straßenseite zur Tankstelle. Okay. Der mit seinem Brotmesser in der Hand und ich halt mit der Gasknarre. Okay. Und die zwei Sturmhauben, die haben wir vom Kumpel klar gemacht, der hatte damals einen Mofa. Okay. Deswegen hatte die Sturmhauben halt von dem Helm. Und dann haben wir immer geguckt, wann fährt das letzte Auto weg. Ja. Manchmal wollten wir gerade los, dann kam aber wieder ein Auto. Ja. Und wir sind ja kleine Pisser. Ich war 15 Jahre alt, mein Kumpel auch 16 oder irgendwie so. Ey, da bin da erwachsene Männer, kommen wir haben voll Schiss gehabt. Ja, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ey, die hauen uns direkt behindert. Dann haben wir immer wieder gewartet und irgendwann war so ein Moment. Und dann sind wir rübergerannt. Ja. Dann sind wir rübergerannt, haben gesagt, jetzt sind wir rein. Und ich weiß doch ganz genau, so ein Gefühl habe ich nie mehr in meinem Leben gehabt. Ich weiß noch, als ich so die Türe aufgedrückt habe, ne, die Sturmhaube so runter, so die Türe aufgedrückt habe, gerade reingehe, als ich über diese Schwelle ging, diesen Move gemacht habe, mit Bewährung im Nacken, eh auf Flucht, ey, meine Beine waren so weich, ich habe so einen Adrenalinkick bekommen, ey, sowas habe ich noch nie gefühlt in meinem Leben, weil ich wusste einfach, wenn das jetzt schief geht, war es das? Du bist so gefühlt. Mir kommt es eher vor wie eine Kamikaze-Aktion mit dem Brotmesser und so weiter. Da ist nicht wirklich viel Planung dahinter. Ja. Was haben wir dann? Kassierer, Kassiererin? Kassiererin, jetzt Kassiererin. Kommt das Lustige. Wir dachten Kassiererin, einfaches Spiel. Ist sie alleine? Wir dachten, die ist alleine. Wir haben gedacht, leichtes Spiel. Also habt ihr nicht so lange beobachtet? Nee. Weil, jetzt kommt's, wir kommen dann rein, ich so, klare, ich so, Kasse auf Geld, Überfall, bla bla. Mein Kumpel geht auch und auf einmal gucke ich, aber hinter der Kassiererin war eine Türe, die waren uns gar nicht bewusst, mitten im Hinterraum und da sitzen einfach zwei erwachsene Männer und sitzen einen Kaffee am Trinken. Und wir denken so, boah, Alter, voll die Ochsen, voll die erwachsenen Männer. Okay. So, und die auf einmal auch. Brotmesser. Genau, auf einmal, ich gehe so und die bleiben auf einmal sitzen, auf einmal, ich sag so, Kasse auf bla bla und ich schicke meinen Kollegen so hinter die Kasse, weil der soll die aufräumen mit seinem Messer in der Hand, so. Ne? Und auf einmal sehe ich so, wie die
die hinten so auf einmal so langsam aufstehen, ne? Und ich dann so am Schreien, so weiß, ja, riecht nur am so, Schreien. Konntest du den Schach halten? Ja, ja, ich habe da so geschrien, so ey, bla bla. Und dann war mein Kumpel irgendwie mit dem Geld am Zählen, ja, und auf einmal ging auch die Kassierin ging auf einmal so näher an den. Ich so richtig verarscht, so bla bla bla. Hab ich dann so, voll die Welle gemacht, okay, und dann sind wir halt abgehauen. Ey, da war noch nicht mal viel Geld. Okay, das war ein paar hundert Mark. Habt ihr den Fluchtweg wenigstens geplant? Nein, haben wir alles auch nicht wirklich geplant. Okay. Ey, wir sind über Wusstet ihr wenigstens beide, in welche Richtung die Flucht geht? Oder seid ihr so, da lang? Einfach in Richtung links. Feld. Ich glaube, ich bin vorgelaufen. Ja. Okay, einfach. Wir sind aber so Feldwege geflüchtet. Okay. Dann sind wir in so eine Kneipe rein. Da haben wir da eine Cola getrunken. Oh Mann, warte mal, wie weit war diese Kneipe entfernt? War nicht so weit entfernt. Über so einen Feldweg sind wir gelaufen, dann in so eine Kneipe rein, okay, da eine Cola getrunken, dann ein Taxi angerufen. Oh nein. Und dann, ja, das war unser Untergang. Und dann mit dem Taxi gesagt, fahr nach Stolberg. Und dann haben wir den extra gesagt, der soll so einen anderen Weg fahren, weil wir wussten, wenn wir den jetzt sagen, der fährt einen Standardweg, yeah, fährt der an der Tankstelle vorbei. Und da hat man gar keinen Bock drauf, wenn da die Bullen stehen, dann nochmal so. Mm. Und dann ist der Wichser aber doch an der Scheißtankstelle vorbeigefahren, hab aber gar keine Bullen gesehen. Und wir waren halt auch noch so, wir waren Kinder, wir haben Spaß, wir waren keine professionellen Kriminellen. Ja. Wir haben die scheiß Knarre noch dabei, weil wir haben die Kohle noch dabei, weil wir die scheiß Knarre noch zurückgeben müssen, wo wir die hergeholt haben. Und das Brotmesser. Eine Maske hatte mein Kumpel auch noch bei, die müssen wir auch noch die Kumpel zurückgeben, weil der die für sein scheiß Mofa braucht, weil wir sonst Palaver haben. Weißt du, was ich meine? Das war ja so andere Lifestyle halt, ne? Und auf einmal merken wir auf einmal nur noch, wie der langsamer wird, so der Taxifahrer. Oh, nee. Aber ich sag so, was los? Weißt du? Der redet gar nicht mit mir. Der guckt nur so nach vorne. Yeah. Auf einmal, der hält so an. Auf einmal gehen nur noch die Türen. Auf einmal überall, ich sehe nur noch Blaulicht von allen Seiten. Vorne, rechts, links, okay, bam, bam. Haben alle Beweise dabei. Okay. Bewährung, Flucht. Ja. Ja, okay, jetzt gibt's volles Programm, oder? Jetzt, ja, da wusstest du auch schon. Da wusste ich das, okay, ja. Jetzt das heißt, weg. Du bist eingefahren. Wie war die Verhandlung? Habt ihr beide bekommen? Es gab noch eine Situation auf der Fahrt, ich weiß nicht mehr, ob das zum Knast war. Wir sind in so einem Transporter gefahren worden. Das war sehr außergewöhnlich, weil wir ja auch Mittäter natürlich waren. Wir waren in so einem Transporter, ich glaube, das war, wo wir nach JVA Aachen gefahren worden sind. Von da aus wird man ja dann, geht man dann Transport nach Köln-Ossendorf oder was weiß ich was, wo halt U-Haft ist. Also in unserem Fall Köln-Ossendorf. Da war es so, ich war in so einem Transporter, wo er gegenüber in dem Transporter war. Und da war dann halt irgendwie wie so ein Schlitz, da konnte man sich so durchsehen. Das darf man doch gar nicht. Ja, normalerweise nicht, aber ich glaube, es war halt einfach ein Gemeinschaftstransporter. Die haben einfach gedacht, ja, komm einfach da rein. Und oben war so ein Lüfter. Das war auch noch eine geile Geschichte. Also, konnte ja schön. Dann haben wir miteinander geredet, habe ich zu dem gesagt, hör mal zu, sag einfach, ich hab dich so erpresst, gezwungen, bla bla, du wolltest dich. Weil ich gesagt, ich gehe definitiv jetzt in den Knast für eine lange Zeit. So, mir ist es scheißegal, scheiß drauf halt. Und habe den das halt auch eingetrichert, egal was ist. Zieh diese Nummer durch. Und dann hat er noch gesagt, hey, brauchst du Geld? Sagte, die haben bei mir irgendwie so 10, 20 Mark irgendwie nicht gefunden, so Kleingeld. Mm-hmm. Ne? Sag ich, ja, gib. Dann hat der, weil da oben war so ein Lüfter, wo so ein Ventilator war, hat er gesagt, warte, ich versuche die da durchzuschieben. Dann hat er mir nämlich da noch so ein bisschen Kleingeld noch rübergeschoben, was ich dann so undercover auf Tasche hatte, damit ich vielleicht irgendwie was zu rauchen im Knast irgendwie kriegen kann. Nicht, weil man da jetzt einen Zigarettenautomaten hat, sondern einfach mit Geld kann man halt Sachen machen halt im Knast halt. Okay, krasse Aktion von dir auch. War ein sehr enger Kumpel von dir, war zu der Zeit sehr enger Kumpel von mir und hat dann nach einem Monat auch Blitzentlassung bekommen. Okay, super, cool. Mein Lieblingswort. Blitzentlassung, Blitzentlassung, ne? Ich liebe dieses Wort. Sagt man das hier in Berlin auch? Ja, na klar, ich bin auf Blitzentlassung rausgekommen. Oh, boah, geil. Aber nach einem Jahr erst. Das heißt, Wächter kam rein und sagte, war Umschluss gerade und der konnte es nicht fassen, weil er gerade eingefahren ist. Auch übrigens in der Supermarkt-Geschichte. Ja, genau, wir haben gerade Schach gespielt, der konnte es nicht glauben. Der hat's endabgefuckt.